So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oxmas Teil 2 mit dem Nightheria. Wir haben gerade Dienstboteneingang abgeschlossen. Ich hatte mir den Donnerring endlich gekauft. Mal sehen, ob der auch so reinknüllt wie im ersten Teil. Ich will es hoffen, hat 12 Schädel gekostet. Wir fahren fort. Mit Durchgänge, da schalten wir, glaube ich, die Bogenschützen frei. Ja, kriegen wir jetzt genau hier, hatte ich ja eben gelesen. Sehr Toll. schön. Jetzt habe ich mir die Autoballiste gekauft. Gut. Da seid ihr ja endlich. Diese Mal Stimmen? schauen, hier ist der Seid ihr das Spalt. Meister? Warte mal. Du warst auch ein Lehrling des alten Mannes? Du? Du warst sein letzter Lehrling? Ich werde alles erklären, das verspreche ich euch. Aber die Orks kommen. Tut, was ihr am besten könnt. So, ich habe eventuell sogar schon einen Plan, wie man das hier ganz gut regeln kann. Okay, was hast du dir geholt? Ach nee, das ist dieses Eisamulett. Ich wollte das mal Ach testen. so. Das kostet komplett Magie, also. Ah. Das ist ein bisschen doof. Ach so, du willst, dass die den anderen Weg nehmen. Deshalb, Ja, ne? genau. Ich würde das dann so machen. Pass auf. Ich würde hier dicht machen. Hier den Durchgang. Dass die hier nicht hochkommen, dass sie unten lang müssen. Dasselbe würde ich dort drüben machen. Auf der Brücke. Und hier ganz am Ende vom Gang auch noch. Dass sie praktisch alle hier unten durch müssen. Und wirklich Okay. hier durch auch, wo ich gerade bin, durch den Tunnel. Und da können wir dann die Wände vollhauen mit Fallen, die Decken vollhauen und Okay. den Boden Ja, ich guck vollhauen mit gerade Fallen. nur, wie das Level aussieht, damit ich auch weiß, wo sie lang können. Ja. Diese hüfthohe, Erstes. So, wurmstichige ich würde Barrikade sagen, hält sie auf müssen wir jeden oben Fall ran. auf. Ist ein bisschen. Alleine diese hüfthohe Ja. Barrikade Ist hält aber sie manchmal auf. ein bisschen schwer zu erkennen, wo sie jetzt überall rauskommen. Ja, ups, was los? Alter Schwede, ein Frame gerade. Ekelhaft. Das heißt, sie kommen hier raus und müssen unten lang. Läuft Ja, es bei dir also gerade probier es mal. flüssig? Okay, bei mir Achso, du läuft es machst oben gerade jetzt gar alles so, nicht. damit sie unbedingt unten lang müssen. Okay. Ja. Durch. Oh Gott, ey, warum läuft das bei mir gerade nicht? Ich muss mal kurz. So, Aufnahme läuft wieder und gleich wieder Lex. Was soll das? Warum ärgert mich das Spiel so? Alter Schwede, das ist doch voll abartig. Hast du noch genug für bei mir für den Durchgang hier hinten bei mir? Ne, ich habe gar nichts mehr. Das muss ich dann beim nächsten Mal machen. Aber erstmal kommen sie sowieso dort drüben raus. Deswegen kannst du sonst hier unten im Durchgang schon mal Ja, Fallen das platzieren. eure. Ne? So, ich mach mal kurz Fenster hier auf, ein bisschen frische Luft rein. Jo. Ups. So, saure Dinge reichen erstmal für unten und falls was oben kommt, sehen wir das ja auf der Karte Ja. hoffentlich. Gut. Das ist meine Show. Und sie wird euch umhauen. Mal schauen, Blitzring. Fühlt sich gut an. Ich glaube, die Zusatzwaffen außer der normalen kosten jetzt immer Mana. Ja. Also im anderen Spiel war es ja so, dass mit dem Blitzring zum Beispiel die Standardattacke wie beim Zauberstab und sowas wie wir haben eben nichts kostet. Doch, ich glaube, da hat auch Standard was gekostet. Ja, Beim aber das ganz Blitzring. wenig. Zum Beispiel der Vampir, um mit dem Vampir konntest du die ganze Zeit abziehen, heilen, abziehen, heilen, abziehen, heilen. Das ist nicht cool. Weil du konntest ja die ganze Zeit Ja, Mana das kostet tauschen. schon ganz anständig Mana. Alter, fick dich! Es ist Jetzt doch lag's lustiger, wenn gerade. man sie alle auf einmal tötet. Alter Schwede. Oh, Standbilder hier eine Diashow habe ich gerade. Ja. Alter, was soll denn das? Ganz ehrlich, das ist nur Orcs Must Die. Oh, das lag aber ordentlich irgendwie. Ja, ich habe ein Frame gerade. Siehst du überhaupt irgendwas? Du rennst hier nämlich ganz. Standbilder. Alter, so kann ich nicht spielen. Ich muss kurz unterbrechen. So, Aufnahme läuft wieder. Ich musste eben kurz hier mal, dass wenigstens ich die Barrikaden richtig platzieren kann. Ach ja, der geile Blitzring hier.
Ich sehe gar nichts, die ganze Säure. So, jetzt läuft es aus irgendeinem Grund ohne Probleme und kaum habe ich es gesagt, die ja schon wieder. Alter! Fick dich! Ja! Yeah! Super, ich weiß nicht, warum ich das Spiel versucht so zu verarschen. Weil es Spaß hat? Die Schusszeit ist vorüber! Oh, Sprenger! Ja. Bam. Oh, sie haben die Barrikade. Ja, und ich bin gleich tot. Alter, das war saumäßig knapp. Alles klar, ich gehe zurück zum Portal, weil ich schon wieder eine Dia-Show habe. Das darf doch nicht wahr sein. Meine Fresse, weißt du, wenn ich Crysis spiele oder so, dann erwarte ich, dass das da ein bisschen lackt. Aber ich meine, das ist Oxmas da. Ja, irgendwie will der die Aufnahme hier nicht richtig starten, zum Laufen bringen und so weiter. Sie sind oben! Sie versuchen uns zu flankieren! Okay, ich guck gerade mal, sie kommen von oben, die schaffe ich hoffentlich aufzuhalten. Gut, danke. Halten Sie schnell auf! Ja, die schnellen sind immer. So, Barrikaden neu platzieren. Ich mach trotzdem vorsichtshalber mal hier. Ja, ja, kann ich schaden. Ja. Falls jetzt irgendwas von oben runterkommt. Ja. Dass wir erstmal auf eine Eisfalle laufen. Und eine Säurefalle. So, ich muss noch mal kurz gucken. Hast du noch Geld für eine Falle übrig? Nein, ich kann eine. Nein, nee, lass. Das ist nur hier, ich will hier Bodenfallen platzieren. Eine Säurefalle müsstest du hier an der Wand irgendwann mal platzieren, ja, dass die Runner dann aufgehalten werden, bevor sie bei den Barrikaden sind. Aufgang, gleich erstmal eine Säurefalle nach dieser Runde. Sehr schön. Alles klar. Am besten nimmt jeder erstmal einen Aufgang. Ja. Einen Eingang. Nein. Pioniere schon wieder, yay! Ah, ich sehe sie. Was das? Hier habe ich sie aufgehalten. Bei mir kommt keine, also. Bam, Headshot. Ups. Ups. Nice, ein Schädel. So. Eine Säurefalle am Aufgang. Schick mir mehr! Die Säurefalle am Aufgang. Was ist? Ich habe jetzt an zwei Aufgängen, nämlich den am weitesten von uns entfernten, Säure hingehauen. Ich halt mal kurz Ausschau nach. Oh, ein Glück, dass hier die Säurefalle war. Die hat die damit hast die Pioniere voll erledigt. So, ich warte hier hinten mal kurz. Ja, ich bin hier irgendwo so ein bisschen in der Mitte und versuche alles wegzumetzeln. Ja, oh, und ich habe schon wieder eine Dia-Show. Was soll denn die Scheiße? Willst du mich verarschen? Jetzt läuft's wieder. Alter, alle paar Sekunden lang. Ich muss gleich mal den PC neu starten nach der Runde, sonst werden wir danach noch eine machen wollen. Von mir aus können wir erstmal so ein paar Level machen. Also. Jo. So lange wie du Bock hast. Oder bist du extrem nervig? Ey, Säure, Drehpfosten, irgendwelche Zauberdinger. Ja, ist dauerhaft was los. Oh, verdammt, sie sind oben. Ich halt hier unten die Gegner auf. Die restlichen nach das Erledigen auf die Fallen. Ja, da sind die Pioniere von durch, glaube ich. Ja, hinten.
Zeit für eine Pause. Ich habe meine Pfanne, glaube ich, nicht geschafft. So, ich platziere mal neu. Ein kleines Geschenk für dich. Und für dich auch. So, ich habe jetzt an jedem Aufgang eine Säurefalle mindestens. Los geht's. Ja. Und hier habe ich jetzt zwei. Ein Troll. Hier jetzt auch zwei. Trolle heilen sich selbst. Genau. Oh, hinter dir. Raden hier und hier. Scheiße. Ja. Barrikade wurde angegriffen. So, ja, ich habe jetzt aber überall. Ja. Der Troll wird uns. Hui! Das nennt man kreativ. Boah, guck dir die Masse an Gegnern an. Ja. Aber bis jetzt kommt keiner oben lang. Nee. Die versuchen uns zu flankieren. Jetzt ist hier einer, den halte ich eben auf den Troll. Oh, verdammt. Warte, ich übernehme ihn. Ah, nee, fuck. Ich habe ihn gleich erledigt. Er wird erstmal eingefroren und frittiert. Alter! Ah, scheiße. Bleibt er da schön stehen? Ja. Der heilt sich aber richtig schnell. Ja, deswegen. Irgendwie bin ich richtig gut. Ich unterbreche nochmal kurz, während hier Horde entfesseln. Und auf ein neues. Kannst mal gucken, ob alle Barrikaden noch heil sind? Bin gerade dabei, ich setze mich gerade an den Aufgängen weg. Hier oben bei mir sind keine mehr. Okay, komm mal kurz. Und hier siehst du, wo ich bin? Ja. Da sind nämlich gar keine. Ja, genau, da sind sie durch. Ich setze jetzt aber auch überall an den Aufgängen mehr Säure-Dinger. Damit die da erstmal nicht so schnell langkommen. Ja. Und wenn sie dann vor der Barrikade stehen, dass sie dann vorher das Wort kriegen. Ah. So. Gut, also ich wäre soweit dann. Ich setze jetzt hier auch nochmal eine Reihe Eis, damit sie, falls sie durch diese ganze Scheiße durchkommen, nochmal nach vorne. Ja. Ah, jetzt weiß ich auch, was das Problem ist bei der Aufnahme. Das kann ich gleich beheben. Okay. Sehe ich gerade auf meinem Speicher. Pioniere, klasse! Ich bin oben rechts. Ich bin in der Mitte. Verdammt, sie kamen oben links. Ja, und einer kam durch. Guck mal kurz. Ist nicht so übel. Sind noch heil. Ich glaube, eine Runde Pioniere halten wir durch. Scheiße, jetzt sind sie durch. Alter! Raps? Ja, was sonst? Alter, das gibt es doch nicht, dass bei so einem Bimbo-Game hier, was so eine, in Anführungsstrichen, Pillepalle-Grafik hat, mein PC an seine Grenzen praktisch stößt. Sie sind oben. Schön da bleiben, Ogre. Achso, du bist schon oben. Ja. Schaffst du das da unten? Kommen sie über rechts? Ja. Nö, also... Achso, ja, ich sehe es gerade. Das ist jetzt auch noch nicht durch. Also. Hier sind drei Ogre. Wobei, die habe ich so gut wie erledigt schon. Zack. Okay, die Trolle kannst du nur mit Schnellfeuer killen. Was ist mit den Trollen? Die kannst du nur mit Schnellfeuer töten. Wenn du was anderes nimmst, dann... Machen die mal weiter. Zeit für ein Gemetzel! Irgendwas von wegen Pioniere? Ne, Bogenschützen. Na, lass sie kommen. Eins, zwei, fünf. Bam! Alter, das war ein Headshot am Arsch. Alter, die werden aber auch fertig gemacht hier. Erst durch die Luft geschleudert, dann durch Säure hindurch und dann auch noch eingefroren. Ich könnte mir sonst auch vorstellen, dass in Welle 11 oder so werden wahrscheinlich nochmal Pioniere kommen. Dass wir dann in der letzten Welle praktisch Barrikaden nochmal neu machen müssen. Das heißt,
Wenn ich werde ein bisschen Geld sparen. Ich Barrikaden nochmal Barrikaden oder was weiß ich mit einem Platz frei. Ja. Damit sie vom Sprengradius bestimmt mit erwischt werden. Und es hat Bumm gemacht! So, sauber, sauber, sauber. Ist ja alles voll. Machen wir hier nochmal ein paar. Jetzt gibt's was Feines. Hallo? Darf ich da bitte rüberspringen? Alter, der Donnerring ist so geil, ne? Das fiese ist, ich habe jetzt hier meine Stachelfallen, die ja auch Gegner verlangsamen. Das heißt, sie laufen darüber, werden verlangsamt und von Säure vollgespritzt, praktisch. Oh oh. Haltet sie schnell auf! Nein, nein, nein! Ja. Oh, oben sind sie durch. Jetzt hier mal oben. So. Also, wie viele Wachen? Aber bis jetzt ist noch keiner durch. Ich guck mal kurz, was da oben los ist, weil die ja eben hier oben rüber kam. Ja, ich verzauber hier gerade unten. Hey, die Barrikaden sind alle heil. Und sie sind trotzdem da durch. Drüber gesprungen? Eigentlich geht das nicht. Vielleicht, wenn die Barrikaden zu sehr beschädigt sind oder so. Aber das Schöne ist, die sind jetzt alle wieder repariert. Ja, ich setze jetzt hier ganz am Ende, wo wir jetzt sind, nochmal ein paar. Ja. Und dann nochmal eine Runde Eis. So. Hier dürfen die eigentlich gar nicht mehr durchkommen. Nee. Pioniere, yay, klasse, da nicht. Ich glaube, die sind wieder oben längs hier. Also hier bei mir waren welche. Achso, hier sind keine. Gut. Wie geil. Ich habe den Troll übernommen, die Pioniere haben dann den Troll gesprengt. Geil. Ja doch, war ein Troll. Hier kommen Runner, aber die habe ich alle erledigt. Oder meine Fallen viel eher. Außen drüber ist kein Problem. Oh, verdammt, die sind oben. Warum sind sie oben? Ich geh mal schnell hoch. Ja, ich bin schon da. Runner. Oh, jetzt sind sie alle unten. Ah, verflucht. Ja, ich erledige hier oben kurz den Oger. Ich bin hier unten direkt am Eingang, also die kommt erstmal nicht an mir vorbei. Bam, bam, einer sollte immer am besten direkt beim Eingang bleiben. Ja, mach du das mal eben gut. Ja. Hier oben kommen schon wieder Pioniere. Unten kommen zwei Oger. Ja, die sind beide tot. Gut. Ui, das dürfte ein neuer Rekord sein. Gut, hier oben sind noch zwei Oger. Oh, bis jetzt ist wieder aber nicht. Die kriege ich hin. Headshot, Headshot, Headshot. Spitze. Gut, ich werde nochmal Barrikaden ordentlich kaufen müssen. Ja, ich habe hier jetzt nochmal eine Runde Eis in der Mitte gesetzt. Scheiße. Also Eis. Eine Barrikade kann ich nicht setzen, das muss ich gleich machen. Los geht's. Egal wo sie langkommen, hier hinten ist jetzt eine volle Ladung an Zeug, das sie verobert. Okay. Sehr nice. Wir zaubern hier gerade mal alle. Hau rein. Ja, hier liegen gerade so viele. Alter, wie ich dem einfach keinen Headshot geben kann hier. Sie kommen oben rüber, weil ich Barrikaden noch nicht ganz fertig stellen konnte. Das mache ich jetzt. Ist noch lustiger, wenn ja, ich stehe hier am Eingang, das ist auch. Also. So. Ja, was kommt? Also. Ich bin zwar immer noch mit Eisding hier.
Gut, oben ist sicher. Alter Frechheit. Gut, ich bin wieder unten hier bei dir. Ach, du bist das. Ich denke das. Ich bin einer. Gut. Ich hab schon wieder ein paar verzaubert. Warum sind wir betäubt? Ah, verdammt, ich bin betäubt. Das gefällt mir ja mal gar nicht. Ich bin so klug und gut aussehen. Bei mir hat eben gesagt, macht Orks kalt und die Wäsche. Decken, wenn die das war. Bam, 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 Headshot. Sehr schön. So, Welle kommt gleich die nächste. Auch geil, geiles Deutsch. Ja. Hier ist jetzt alles voll, also da kann niemand kommen. Ja, sie sind nur schon oben fast, glaube ich. Ja, jetzt kommen erstmal nur Pioniere, zerstören alle Barrikaden und dann kommen die normalen. Ja, sind schon oben. So, den habe ich kurz zerkleinert. Ich kümmere mich hier eben um oben. Ich bleib unten. Hier ist nämlich nicht voll. Hast du auf beiden Seiten um? Ja, Moment. Hier ist eh erledigt. Ich gehe jetzt auf die andere Seite. Nice, da kommt nämlich ein Troll. Gut. Oh, Trolle da. Halten so scheiße viel aus. Ja. Das stimmt. Oben links kommen sie wieder, oben rechts kommen auch welche. Ich setze gleich erstmal ein paar Ballisten oben auf den Decken. 1, 2, 5, schon wieder passiert. Oben kommt ein Troll runter, Achtung von rechts. Bin schon. Gut. Ich hatte da auch Gewitterwolke hingemacht, das sollte ein paar erledigt haben. Scheiße. Wie kann man das sehen? Jawoll! Nice! Wieder ja, perfekt, bin ich jetzt glaube ich, ne? Ziemlich weit gekommen. Oh, doch! Doch! Ja, ich glaube, das ist doch nur durch, dadurch, dass die, wenn die ins, in den Spalt reinkommen. So, Zauberbuch. Ich wollte Waffen gucken, eine Nahkampfwaffe oder Ring der Blitze. Dauer des Blitzsturms wird erhöht, geil. Autoballisten schießen schneller und können an Wänden platziert werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr an die Decke knibbeln. Ja. So, Waffen wollte ich nochmal gucken, ob ich mir nicht... Zwergenhammer könnte ich mir kaufen, aber... Kostet auch 13. Knochen von gefallenen Orks explodieren und richten Schaden an. Sekundärangriff. Das Problem ist, die Knochen siehst du, glaube ich, nur bei Säure. Das ist voll nervig. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Also ich bin jederzeit bereit, kannst jederzeit weitermachen. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, was ich hier mir kaufe. Ob ich mir lieber eine Waffe kaufe oder den Ring der Blitze aufrüste. Weil der ist ich eigentlich muss lieber den geil. Ich was Neues holen. Also ich habe mir jetzt auch gedacht, die Balliste habe ich jetzt nicht benutzt, weil sie so kacke teuer ist. Aber ganz ehrlich, sie kann ja ziemlich stark sein, also wusste ich sie die jetzt erstmal auf, dann lohnt sie sich auch, wenn ich sie benutze. Ja. Bringt ja nichts, wenn du 10 verschiedene Sachen auf Level 1 hast, anstatt 2-3 auf Level ja, voll. Ja. Ja, wolltest du jetzt gleich noch neu starten oder irgendwas ändern wegen... Ja, ich muss gleich ganz kurz Einstellungen bei Fraps ändern und dann läuft es. Gut, das reicht mir erstmal. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.